Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich blute sogar, geil. Ah, es verprügelt mich. Ja, und es glitscht durch den Zaun. Ja, toll, jetzt kommt immer eine Grafikfehler ins Spiel. Was machst du denn das Wort? Fuck, Alter. So ein Scheißvieh, das hat mir schon mal 3000 Lebenspunkte knapp gezogen. Mach dich ab, Junge. Das sind keine SM-Zombies. Ja, die wollen mich nicht mal essen. Wie soll ich sie denn fragen? Siehst du, die wollen mich nicht fressen, ja. Das sind sie schon mal nicht hungern wollen. Sie wollen mich fressen, hab ich doch gerade gesagt. Wollen denn? Ja. Ach, hier geht der Grafikfehler so aus. Mann, das ist doch scheiße. Oh Mann, ich kann nicht sehen, mein Gott. Ja. Scheiße wirklich, dass du am Anfang noch keine Knarre hast. Frage ich mich, wie du bis jetzt dann überleben konntest. Bis zum Anfang. Ey, ich könnte den ja übelst entweder boxen. Das finde ich auch ein bisschen scheiße an Arma. Du kannst dich boxen. Du kannst dich mit der Handkante so eine Zombies kaputt schlagen wie in Minecraft hier die Baumstämme. Machen wir eh noch Chuck Norris. Eh noch, okay. Scheiße, ich werde immer noch gesehen. Fuck, Mann. Mensch, lass mich doch einfach mal in Ruhe hier. Ich habe ja doch nichts getan, Jungs. Sag das denn doch mal, wir sind doch vernünftig. Ja. Könnt ihr mal woanders fressen gehen? Hört mal auf mich zu fressen. Das macht keinen Spaß mehr. Meine Fresse. Sonst kommt er auf die stille Treppe. Du kannst den absoluten LSD-Trip. Musst du sehen. Ich glaube, ich habe die Jungs abgehängt. Fühlen sie immer noch männlich? Gott sei Dank, Alter. Ja, ich hab sie abgehängt. Ich dachte jetzt, da steht ein Überlebender. Na doch. Jetzt will ich nur gucken, wo... Ah, Gott sei Dank. Wo ich verreckt bin. Das müsste ja irgendwo hier gewesen sein. Ich finde nur meine Leiche. Das ist auch so ein cooler Spruch, weißt du? Ich finde meine Leiche nicht mehr. Ich weiß nicht, wie weit ich noch gerannt bin. Ja, die sind nur in Gebäuden so langsam. Mann, wie weit bin ich denn noch gerannt, Alter? Ja, Streichhölzer. Ja, jetzt kommen sie alle angetappt. Fuck, Mann. Kommt natürlich schon der Nächste. Was denn? Nein, wieso bin ich aufgestanden? Natürlich. Leg dich hin. Ach, Gott sei Dank. Der hat uns nicht mitgekriegt. Ja, die volle Dröhnung. Schwein gehabt. Basti, wann machst du die eigentlich so auf dem Weg Richtung Elektro? Dalli. Ich bin gerade schwerst beschäftigt. Erster. Da liegt meine Leiche, geil. Das ist unpraktisch, ganz ehrlich. Weil ich's drauf hab. So, wir nehmen jetzt mal das ganze Zeug wieder auf. Irgendwie ist das hier so leicht lassen. Ja. Boah, nee, das ist wie ich Hörbar bin. Komm, leck mich. Nein, das ist egal. Auch auf einmal. Ja. Aber mir die ganze Zeit abschlecken, wa? Na und? Ich hasse dich. Der Walking Zombie. So. Oh. Ich glaube, ich habe jetzt wohl alles zusammen, was ich vorher hatte. Schreck dieser Grafikfuck ab. Würde mich auch aufregen. Ah, scheiße. Ihr fackelt die gesamte Stadt, sehe ich gerade. Ja, das war da auch so. Du musst nur ein Stückchen weiter weg. Die Sonne geht gerade unter.
Also komplett unter. Siehst du, es passiert. Ja, ja, bei mir ist aber alles überbeleuchtet gerade irgendwie. Scheiße, es ist 7:35. Ich muss doch schon ins Bett. Ja, da liegt ein toter Überlebender. Mit einer AK in der Hand. Ja, wieso auch nicht? Toter Überlebender ist für mich normalerweise ein Zombie. Aber was soll's. Der Typ hat eine AK in der Hand, aber ich kann ihn nicht looten. Ah, das ist. Das ist das Arschloch, was mich letztens abgeschossen hat. Ist doch geil. Los, Teebeutel ihn. Nee, das ist, nee. Vielleicht beißt er noch zu. Ja. Warte mal, ist das die Siedlung? Ich hab die doch irgendwie hier markiert, oder? Ich glaub mir, ich brauch meine Eier. Das ist sie doch. Brunnen. Nochmal eintragen. Du hast durch den falschen Schalter gedrückt. Mach noch mal an. Mach. Jetzt geh nach ganz hinten, muss nach ganz hinten greifen, da ist so ein Schalter von so einer Steckleiste. Ach man, ich hab eigentlich nicht wirklich Bock hier in der Nacht zu zocken. Wollen wir wirklich doch nicht auf den Day-Server wechseln? Bei mir ist es ja nicht mehr Nacht, bei mir ist es absolut überbeleuchtet. Außerdem, ja okay, das kommt durch. Ah, ich weiß, wie das hier alles überbeleuchtet ist, wegen diesem unnötig großen Feuer. Ach, Quatsch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die ganze Stadt ist übelst hell. Es ist noch heller als am Tag. Du kriegst Augenkrebs von. Boah. Hey, es ist Halbmond. Toll, jetzt sitzt du mitten in einer Grafikfehler drin. Ist doch cool. Siehst du mal, wie ein ordentlicher Trip aussieht. Mein LSD-Trip hatte ich heute schon. Egal, hast du ein paar mehr. Ich habe fast angezündet. What the fuck? Alter, du musst doch... Wo ist dieser abgefuckte Brunnen, ey? Was ist das da, ne? Irgendwo muss doch so eine abgefuckte Wasserstelle stehen. Irgendwo. Oh, was zu saufen. Ich trau mich aber nachher auch nicht wirklich aufzustehen, wenn ich, weil hier irgendwie Zombies die ganze Zeit rumwuseln. Wusel, 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 wusel. Da stehen schon Beispiel 2. Zum Beispiel. Ja, ich denke mal, unsere Zuschauer langweilen sich gerade wieder ein bisschen. Ist gerade ein bisschen unspektakulär. Aber das ist bei Desert normal, das ist so eine lange Leerlaufzeit. Ja, dafür können wir halt nichts. Ne? Ist ja bei GameTube auch so, aber GameTube schafft das irgendwie, das zu überbrücken. Also, die haben irgendwie immer so viele interessante Themen und alles und dann sprechen die das wieder an und das und dann kommen die rutschen irgendwo immer wieder rein. Ah, hier ist die Wasserquelle. Die rutschen immer irgendwo rein. Ach Gott sei Dank. Irgendwas steht gerade hinter mir, ich drehe mich jetzt nicht um. Steht der Moose mit seinem Scharfschützen. Scheiße. Doch, nee. So, meine Wasserflaschen sind jetzt wieder aufgefüllt. Jetzt. Ich habe auch noch was schnell getrunken. Und ich guck ich mal, da ist ein Blockhaus, da ist Licht an. Ein Blockhaus, ja, da ist Licht drin. Ist das normal? Was die? Ist ein Blockhaus betretbar? Ja. Dann hat entweder jemand eine Roadflare reingeworfen. Nee, das ist nicht irgendwie, das ist normal beleuchtet, wie so eine normale Glühlampe. Kann sein, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich höre nicht aufstehen wegen den Zombies hier. Ich mach's jetzt einfach mal. Wenn ich da drinne verrecke. Ist eine ganz normale Hütte. Es läutet gerade bei dir, oder? Ja. Okay. Ich hab's auch irgendwie geschafft, ohne dass mich ein Zombie erwischt hat. Was? Schießerei bei Basti. Siehst du, jetzt müsste man wieder bei Basti irgendwie einblenden können. Au! Auf mich zu hauen. Ach, jetzt darf ich mich verarzen. Wie viel Leben hast du eigentlich noch? Also, Herz? Ich hatte gerade eben noch voll. Wie viel hast du jetzt? Habe ich über 11.000. Also 11.000. Übrigens, meine Menschlichkeit nimmt wieder zu. Wahrscheinlich, weil ich gerade keinen töte oder sowas.
Ja, wenn du längere Zeit keinen mehr tötest, dann passiert das. Sei froh. Wieso? Ist doch schade drum. Schade um die Banditen-Sachen. Weißt du, was ich jetzt mal vielleicht versuche? Nee, das würde ich jetzt nicht. Egal. Aha, interessant, was du versuchst. Wo bist du in Tscherno? Ich bin gerade in einem Pub. Ich glaube, das ist das dritte. Wie viele Pubs, die gleich gebaut sind, gibt es hier eigentlich? Keine Ahnung, aber hier sind mehrere Bushaltestellen. Sehe ich gerade auf der Karte. Also, bist du irgendwo in der Nähe oder sowas? Was? Bist du irgendwo in der Nähe des Hafens oder? Ich bin direkt neben dem Rathaus. Das hieß hier oft, ist auf der Karte auch nicht wirklich eingezeichnet. Da müsste in der Mitte, es steht da am großen Platz in der Mitte. Das sind viele große Plätze. Da für die Zuschauer. Weiß doch, der Platz in der Mitte der Stadt. Sag mir bitte nicht, den kennst du auch nicht. Ich war noch nicht so oft in Tscherno. Ich war eher in Elektro als in Tscherno. Bringt mir jetzt eh nichts, dich zu markieren. Ich kriege jetzt einfach in die Richtung weiter. Warte mal, welche Richtung muss ich jetzt nochmal? Kam auch cool. Welche Richtung muss ich jetzt nochmal? Okay, ich kriege jetzt einfach an den Bahnschienen weiter. Ah, oh, ich habe eine Axt gefunden. Yay! I would be an axe murderer. Für die Leute, die hier dieses Left 4 Dead Parodi da gesehen haben. Guckt euch mal an, das ist lustig. Oh. Scheiße, hat mich da. Oh Gott sei Dank, hat mich gesehen. Hat mich gesehen, ja klar. Hat mich nicht gesehen. Ich bleib jetzt mal einfach ruhig liegen, weil ich habe null Augen und null. Ist die Tripplotte gar nicht mehr offen. Doch, nach einer Zeit, wenn du aus dem Gebiet rausgehst, der tritt nur in bestimmten Gebieten auf. Da fackelt's aber. Also inwieweit ist dieses überdimensionale Feuer gefahrlos? Ich bin schon durchgelaufen, also. Das geht immer weiter Richtung Horizont. Du kannst da eigentlich gar nicht wirklich reinlaufen. Das ist sinnlos. Tja, siehst du, meine Menschlichkeit nimmt immer weiter zu. Und du gehst erstmal aus dem Minusbereich raus. Ja, dann wird's bei null aufhören. Stimmt. Aber es sind gerade relativ wenig Zombies anwesend, ne? Also 86 hier insgesamt auf dem Server. Boah. Das heißt eigentlich, dass relativ wenige Spieler da sind oder die ein Auto gefunden haben. Eine ganz große Gruppe so mit so einem Auto und dann rundherum düsen. Was ich noch machen wollte, ich wollte meine Essensvorräte prüfen. Wie viel habe ich denn noch? Ich guck nochmal in die Feuerwache rein, vielleicht ist da was Neues respawnen. Über die kurze Zeit glaube ich nicht. Doch, kann sein, weil es doch feste Respawn-Zeiten gibt. Stimmt. Also ich habe nur noch einmal Essen, also einmal eine Dose. Scheiße. Eine Dose Essen habe ich noch. Das ist schlecht. Kann das sein, dass es hier auch Mücken gibt? Ich höre hier immer so ein Surren in den Kopfhörern. Kann es sein, dass das Fliegen sind? Nee, nicht so hoch. Also die surren richtig hoch. Nicht so ein... wieder. Was kommt denn von dir? Nee, hier ist keine Mücke drumherum. Würde ich ja mitkriegen. Und den einen Kopfhörer habe ich draußen und da höre ich sie nicht. Aha, okay. Seltsam. Kann ich jetzt eigentlich wieder aufstehen oder sind hier Zombies? Ist es weg? Ja, jetzt ist es so ein weg. Jetzt ist wieder da, habe ich recht. Ja, ein bisschen, aber das ist nicht dieses hohe Zone, was ich meine. Mhm. Also nicht das von deinen Boxen da. Nee, das könnte mein Lüfter sein. Ich habe jetzt auch wieder die lauteste Waffe, die es gibt bei mir, nämlich eine Lee Enfield. Das ist aber irgendwie eine Waffe, die man gar nicht so selten findet. Irgendwie nicht, ne. Ich hab mal gedacht, die findet man voll selten. Dreimal, bin ich dreimal im selben Pub über das Ding gestolpert. Hintereinander. Geil. Aber bei mir wird's noch gar nicht dunkel. Also, so oberhalb ist es dunkel, aber Richtung Horizont ist es immer noch total hell. Normalerweise geht doch ein Sonnenuntergang nicht eine halbe Stunde.
Vor allem, wenn ihr jetzt mal fragst, so nach dem Motto, guck mal auf die Uhr wegen der Let's Play Zeit, da könnte ich ja eigentlich auch nach der Uhr in DayZ gucken. Ja. Na gut, ich bin erstmal raus, weil ich noch so einiges zu erledigen habe. Wie jetzt? Och, ich muss noch mit dem Hund runtergehen. Oh. Wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich? Also in Real Life. Es ist gleich 22 Uhr. Stimmt, und du wolltest mir noch den K geben. Das ist auch so der. Dann würde ich mal eigentlich sagen, wir disconnecten jetzt. Und Basti, du bist noch in Tschernogorsk? Ja, ich bin in der Feuerwache. Gut, dann haue ich mich jetzt mal hier volle Möhre ins volle hohe Gras. Und disconnecte, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal beim 2Gamers Channel und von Basti. Macht's gut. Ein Ciao.